Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, endlich ist es soweit. HoloLive Collab ist am Start. Wir werden heute in dem Video mal ein bisschen durchgehen, was man so machen kann. Und danach kommen noch CPE-Videos und so weiter. Es wird noch ein paar Videos dazu geben. Vorweg, ich habe das Spiel schon gestartet gehabt. Ihr seht schon links oben in der Ecke, ich habe schon meine erste Heldin bekommen, Pecora. Wie ihr sie bekommt, das erkläre ich euch jetzt. So, also als allererstes haben wir hier unten Connect Your Wish. Hier kann man quasi alle Helden und alle Free-Sachen freischalten. Ihr sehen könnt, je nachdem wie viele Punkte man bekommt, bekommt man eben die Heldin. Danach bekommt man Ausrüstung, die Sticker, Heldenseelen, die Porträts, noch einen HoloLive-Münze. Keine Ahnung für was die ist. Mal gucken. Oh, hier gibt es noch Plüsch. Ist noch ein. Hier gibt es echt viele Accessoires. Und eine Dierkiste, aber ja, die ist nicht so. Nice. Wie kann man hier anfeuern? Ganz einfach. Hier links seht ihr besondere Herausforderungen. Ich habe hier schon ein paar gemacht. Ich habe jetzt die letzten extra aufgehoben. Da bekommt ihr hier so Sternensplitter. Ich glaube, am Tag bekommt man, kann man um die 300 Punkte machen. Und das reicht halt für heute, dass ihr Chiara und Pecora freischaltet. Und. Hier geht dann einfach auf Anfeuern, es ist egal, bei wem ihr anfeuert. Anfeuern, ich habe sogar noch welche. Und feuert man an, man bekommt eine extra Belohnung. Und dann bekommt man noch Meilensteinbelohnung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen bekomme. Nee. Also die nächste wäre bei mir jetzt Chiara, das heißt, mir fehlen noch 50 Punkte. Die bekomme ich dann durch die letzten Missionsherausforderungen. Das ist mal so der Free Stuff, den ihr bekommt, was ihr bei dem Ding bekommt. Bei dem Ding. Ja. So, was haben wir noch? Den Event Shop haben wir noch. Gucken wir auch mal rein. Wie immer eigentlich Standard. Ein neues Item, Früchte, Tropfen, Heldentickets. Ehrlich gesagt nichts Besonderes. Ein neues Item gibt es im CB, da schauen wir gleich rein. Was ich auch noch zeigen wollte, ist der Login-Bonus. Der ist auch gerade für neue Spieler interessant. Ihr bekommt hier 4 Helden, wenn ihr sie noch nicht habt. Ihr bekommt doppelt an Raspi, Soul, Ray und Noah, und alle diese 4 Helden haben jetzt auch Goldrahmen. Ich habe zwar leider keinen davon, ich glaube Raspi könnte ich jetzt Gold machen, aber ansonsten sieht es schlecht aus. Gut, was haben wir bei den Beschwörungen? Es gibt einen Freesam, den habe ich natürlich auch schon gemacht. Ein bisschen Musik leiser drehen, ich hoffe es ist laut. Kistensam war ich schon gut dabei, ich habe auch schon eine neue Heldin bekommen. Schneefüglin Pinguina ist ein cooler Held, richtig cuter Held zumindest. Hat ein paar coole Sachen, Wasserring, Fähigkeitsbalken, Stapelschaden, immens gut für alle. Ist ein guter Held, kann man machen, wenn man die Dias dafür hat. Und nicht zu vergessen, Anniversary steht an. Wenn es geht, samt nicht irgendwo rein, wo ich dann bereut. Hier ist zwar, ja, WW-Banner. Lassen wir mal außen vor. So, was haben wir dann noch? Schauen wir mal kurz ins Event hinein. Da haben wir 2 neue CBs. Hallo? Ja. Aber wenn man unterbrochen wird hier. So, die reinen Wälder ist wieder eine normale Standard-CB. Geht bis 9 Sterne. Da gibt es aber von mir ein extra Video dazu. Wird dann wieder so ein internationales Video. Dann für Anfänger hier noch gut. Ich glaube für Nicht-Anfänger. Ja, man bekommt halt hier Früchte und Abzeichen. Kann man farmen, und das sind, glaube ich, normale Splitterkisten. Ja, kann man farmen, wenn man Zeit hat. Besser ist, man farmt den oberen CB. Weil hier kann man auch, je nachdem, diese Runenkisten bekommen. Sonst irgendwas Neues hier. Der ist auch nicht mehr lange da. Nee, dann war es das da schon. So, haben wir noch. Schauen wir mal kurz in den Shop. Da haben wir den Kistensamen. Es sind ein paar gute Helden dabei, aber wie gesagt, denkt daran, Anniversary steht vor der Tür. Wenn ihr jetzt Free-to-Play seid, spart eure Dias bis dahin. Weltenwanderer Shop, ja. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts mehr. Wir können mal kurz reinschauen. Ihr seht hier schon exklusive Kostüme. Ja, exklusiv. Aber leider nur über den Bezahlshop. Ich werde mir wahrscheinlich keins davon holen. Sage ich jetzt, mal gucken. Mal gleich angeguckt, 5 Sterne. Es ist halt, wie gesagt, nur für Pecora interessant, danach je nachdem, ne? Weil sobald ihr seht, sobald man das einem anderen Helden equippt, ist das Gear eigentlich Nutz.
Sag ich mal so. Gut. Haben wir das. Das. Da kann ich nicht da reingucken. Ja. Das war's mal. Hier werden wir jetzt noch gleich mal das mal jetzt für die Dauer dieses Events. Ja, nicht dafür halten. Werde ich jetzt nach und nach meine Hololive-Charaktere einordnen. Und dann habe ich hier danach vier wunderbare Hololive-Charaktere. Ja, das war es auf jeden Fall mal für dieses Video. Das nächste Video, wie gesagt, ist dann der CB. Und dann gucken wir mal, was das Event und sonst noch so alles bringt. Großes Sam-Video wird es jetzt nicht geben. Ich bin da eigentlich nicht gewollt in den Kisten-Sam gegangen. Aber habe ich jetzt auch getan. Jetzt habe ich den Held. Egal. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video. Und viel Spaß beim Hololive-Collab. Cash nicht so viel rein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.